ziemlich gut ankommen tut Musik in dieser Zeit, auch wenn wir nicht auf Konzerte gehen können. Aber wir freuen uns über österreichische Musiker und Musikerinnen, die regelmäßig bei uns zu Gast sind. Und heute kommt aus Niederösterreich Roman Zangerl. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Eva. Du warst ganz begeistert jetzt vom Falco. Bist du Hundebesitzer? Bin Hundebesitzer, ja. Am Border Collie zu Hause. Ja. Fast so gleich, wie der jetzt im Fernsehen war, ja. Und der kann schon musizieren wahrscheinlich, wenn ich musikalisch mache. Der kann nicht musizieren, kann aber andere Dinge, ja. Was machst du mit dem? Wie hältst du den bei Laune? Ja, einfach viel spazieren gehen, ja. Viel laufen gehen mit ihm, okay. Und beschäftigen, ja. Beschäftigen. Aber das macht meistens meine Lebensgefährtin, okay. Weil ich halt wenig Zeit habe für das. Ja. Du hast ein bisschen mehr Zeit im Sinne, Abendzeit ist wahrscheinlich ein bisschen mehr zur Verfügung im Moment, weil ja natürlich keine Konzerte gespielt werden können. Du bist mit deinen Bandkollegen, ist jetzt nochmal zu fünft in der Band, genau. Unterwegs und der Name ist Programm, Zangerle. Und im Moment geht halt nichts. Aber ihr seid trotzdem nicht untätig. Du warst fleißig und hast einen neuen Song produziert. Wir haben einen neuen Song produziert, ja, aufgrund... Vor Corona waren wir natürlich noch viel unterwegs, ja. Mit einem Erlebensprogramm. Und wie dann Corona gekommen ist, haben wir einfach gedacht, ja, gut, was können wir den Leuten draußen geben in dieser Krise, was wir jetzt dann gerade haben. Und da haben wir gesagt, okay, wir setzen uns zusammen, jammen, entwickeln einen Song. Okay. Und jetzt haben wir halt einfach einen Song, der heißt, es wird alles wieder leibend. Ja. Es wird hoffentlich alles wieder leibend. Wieder leibend. Wir hören einfach gleich rein. Wir haben ein Video dazu und hören uns das an. Bitte. Gern. Es wird alles wieder leibend. Es wird alles wieder gut. Für das Leben ist kein Eifer. Man wird nicht wie ein Eifer. Da gib ich echt nicht gut. Es wird alles wieder leben. Es wird alles wieder gut. Jeder steht einmal im Treffen. Es wurscht, was andere Leitung. Schaut ein bisschen nach Corona-Party aus bei dir zu Hause, aber ja. Alle getestet und alles... Alle getestet, alle Maßnahmen eingehalten, Ärztin vor Ort, Test, also... Ah, Wahnsinn, für den Videodreh, zu für den Videodreh. Wieder leibend. Ja, das ist ein sehr zuversichtlicher, tröstender Song, den können wir ganz gut brauchen. Wann wird denn alles wieder leibend und wie wird es denn wieder leibend? Hast du eine Idee? Ich glaube, die Idee ist, dass wir wieder im Herbst oder im Frühherbst oder im Spätherbst wieder auf die Bühne rauf dürfen. Und ab dem Zeitpunkt wird es sicherlich wieder leibend. Und ich hoffe, dass wir einfach mit dem Song auch draußen die Leute motivieren können, die Hoffnung in einer einfach wieder wecken können, dass wirklich alles besser wird. Und deswegen werden wir den Song dann ab Freitag auch präsentieren online und natürlich auch hoffen, dass in allen regionalen Stationen und auch der ORF dann einfach auch spielt. Das haben wir jetzt die Ersten sozusagen. Ihr seid die Ersten sozusagen, ja. Genau. Das sagst du mir. Fragst du dich auch manchmal, wie das Leben danach wird, ob manches wieder kommt oder ob wir uns alle verändern oder ob wir unsere Gewohnheiten völlig verändern? Fragst du dich das manchmal? Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Zeit, weil man im privaten Bereich jetzt dann sieht, dass Freundschaften, die 30, 40 Jahre lang andauern, enge Freundschaften, durch Corona, durch diese Maßnahmen, durch diese Einschränkungen einfach Freundschaften zerstören. Und ich finde das eigentlich jetzt dann, abgesehen von der Wirtschaft, das ist das Schlimme, das Zwischenmenschliche, dass wir da so weit sind, dass Freunde sich nicht mehr anschauen, weil sie sagen, hey, du kannst nur mehr zu mir kommen, wenn du das bist und eine Masken tragst. Und okay. Ich glaube, das geht in eine absolut falsche Richtung und da hoffen wir, dass das aber besser wird. Du sprichst jetzt die Leute an, sozusagen, die einfach wenig tolerant wahrscheinlich genau. Der Meinung anderer genau. Gegenüber sind, dass man da sagt, bitte reißt euch zusammen, genau. Wir brauchen gutes Miteinander. Ja. Da fehlt die Musik halt auch. Gell? Tanzen, singen gemeinsam. Wird es so wieder sein? Werden wir uns alle wieder umarmen und abbusseln, wenn es wieder möglich ist? Glaubst du das? Ich habe vor kurzem mit Andi Zaratnik gesprochen, ja. Bei einem Café. Und der hat gesagt, Roman, ich möchte einfach drucken, knudeln, weil du bist so ein Optimist, ja. Wenn man mit dir redet. Glaubt man eigentlich nicht, es ist Corona. Und ich glaube ganz fest daran, dass es wieder besser wird und dass man wirklich wieder dorthin kommen, wo wir waren, vielleicht nicht in dieser Intensität. Können wir es ein bisschen wachsen lassen? Aber es muss ein bisschen wachsen. Es wird alles wieder leibend. Sagen wir es, wie es ist. So ist es. Neuer Song, freuen wir uns. Vielen lieben Dank, wir hören noch einmal rein. Geben in die Zeit im Bild, sind gleich wieder zurück. Wir freuen uns auf Sie. Es wird alles wieder leibend. Auch danach, nach der ZIP. Es wird alles wieder leibend. Es wird alles wieder gut. Für das Leben ist kein Eifer. Es wird alles wieder leben.
schwere Diskussionen, während da gekocht wurde. Bei uns will man das Händel sehen, bevor man es kocht, ja oder nein? Ich weiß, es ist eine natürliche Sache. Ich finde nur trotzdem, ich will es nicht sehen. Ich sage es ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie mein Gast das sieht. Roman Zangerli, guten Morgen. Willst du das Händel sehen, bevor es am Teller kommt? Nein, dadurch, dass ich kein Vegetarier bin, stört dir das nicht? Stört mir das nicht. Ja. Okay. Ich esse gern Händel. Ja, ich auch, so ein Paprika-Händel, aber ich glaube, auf das verzichte ich heute, wenn ich das Händel vorher sehe. Egal, darum geht es jetzt nicht. Ich freue mich, du bist Musiker, niederösterreichischer Musiker, der aber in ganz Österreich natürlich unterwegs ist. Normalerweise Zangerle, das ist der Name deiner Band, ist nach dir benannt, ihr seid normalerweise zu fünft. Und im Moment ist es eigentlich alles auf Null runtergefahren, gell? Im Moment ist es ein bisschen still aufgrund der Corona-Zeit. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen nach vorne schauen. Und da schauen wir im Herbst halt einfach, dass es wieder losgeht. Oder im Frühherbst, Spätherbst. Und dann schauen wir sehr mal, wie die Situation dann ist. Ja. Genau, wir nehmen es gelassen. Es wird alles wieder leiwand. Das darf ich so schön wienerisch sagen. Das habe ich dir deinem Song entnommen. So heißt nämlich der neue Titel, den du jetzt auch als Mutmacher und Zuversichtsbotschafter in der Corona-Zeit rausgebracht hast, gell? Ja, wir haben vor Corona natürlich viele Konzerte gespielt. Mhm. Dann war Stillstand und dann haben wir uns einfach überlegt, was können wir tun für die Öffentlichkeit, für die Leute draußen, wieder Mut machen, Hoffnung machen. Und da sind wir einfach im Tonstudio zusammengesessen, auch unter anderem mit Alexander K., der uns da sehr geholfen hat bei diesem Song. Und haben halt einfach Es ist alles wieder leiwand produziert, ja. Arrangiert. Und ja, ist das ein Satz, den du oft verwendest? Ist das so deine... Ja, deine Sprache wahrscheinlich schon. Ich bin Optimist, gell? Ja. Du bist Optimist. Genau. Ja, wir schauen uns jetzt das Video dazu an. Wurde gedreht. Übrigens ist keine Corona-Party, nicht erschrecken. Was man alles dazu sagen muss in Zeiten wie diesen. Unglaublich. Gell? Wenn fünf Leute auf dem Fleck tanzen, muss man gleich sagen, keine Corona-Party. Aber alles unter den besten Sicherheitsvorkehrungen produziert. Alles wieder leiwand. Es wird alles wieder leiwand. Es wird alles wieder gut. Für das Leben ist kein Eiwand. Wir nicht immer einfahren, da gib ich euch nicht gut. Es wird alles wieder lernen, es wird alles wieder gut. Jeder steht einmal im Treffen, ist wurscht, was andere Leute sagen. Ja, Produktion, Musik aus Österreich, alles wieder leiwand. Und ich habe gar nicht so Unrecht gehabt, gell, mit meiner Corona-Party. Die Nachbarn haben da auch was vermutet, hast du mir gerade gesagt. Ja, natürlich muss man einfach die Nachbarn informieren. Ja. Und dann haben wir natürlich mit ihnen gesprochen. Und natürlich war die erste Frage, um Gottes Willen, es ist Corona. Habt ihr eh alle Maßnahmen eingehalten? Ja. Und da werdet ihr diese einhalten? Und natürlich selbstverständlich, wir haben dann auch Ärztin gehabt, die auch die Tests durchgeführt hat. Also es wird alles sehr, sehr kompliziert Wahnsinn. In dieser Zeit. Und ich hoffe, ja, dass ihr das bald besser. Ja. Ja. Am Freitag wird dieser Song released, da können wir uns dann alle trösten mit Alles wieder leiwand. Und die Frage ist, wird alles wieder leiwand? Bist du trotzdem zuversichtlich, auch wenn es jetzt schon so lange dauert? Ich glaube schon, also egal mit welchen Leuten ich mich unterhalte in der Kunstszene, sie sind alle schon motiviert und auch der Hoffnung, dass es wirklich weitergeht. Und da muss man auch ehrlich sagen, im privaten Bereich, das habe ich auch schon einmal des Öfteren gesagt, ist so, dass Freundschaften einfach immer wieder zerstört werden durch das Corona. Und ich hoffe, dass da einfach wirklich ein Mittelmaß und ein Menschlichkeit hier wieder passiert, dass man sagt, es wird wirklich wieder besser und dass wir uns alle zusammenreißen und miteinander an einen Strang ziehen. So ist es. Du lieferst die Vorlage, Alles wieder leiwand, ein neuer Song von Zangerle, Roman Zangerle, heute bei uns. Schön, dass du da bist. Alles wird gut, ganz bald. Jetzt hören wir noch mal rein. So schicken wir sie heute in diesen 11. März, Donnerstag, 11. März. Ich freue mich auf Sie gleich nach der ZIP, sind wir wieder da. Jetzt hören wir gemeinsam Musik und machen Corona-Bar. Es wird alles wieder leben, es wird alles wieder gut.